Also ich selbst, ich habe lange Jahre in einem interdisziplinären Forschungsinstitut zum Mathematikunterricht gearbeitet und habe da als Psychologe mit Mathematikern, Soziologen, Erziehungswissenschaftlern zusammengearbeitet und habe da gespürt, wie interessant, aber auch wie herausfordernd es ist, sich mit Wissen und Wissenschaftsgebieten zu beschäftigen, für die man selbst eigentlich nicht ausgebildet ist. Und ich habe später in meiner Forschung dann mich viel beschäftigt mit der Verständigung zwischen Experten und Laien und dabei vor allen Dingen untersucht, was Experten eigentlich tun sollten, um verständlich für Laien zu sein. Und da lag irgendwann die Frage nahe, auch einmal die Perspektive umzudrehen und sich zu fragen, wie verstehen Laien eigentlich Wissenschaft?